shit, Freunde, ich bin so dermaßen aufgeregt. Wisst ihr warum? Ich habe wieder ein Paket bekommen. Und das Ganze werden wir uns jetzt nämlich gleich mal angucken. Und es handelt sich um dieses Teil hier, das Eggert Stream Deck. Und holy shit, es gibt so ein paar Dinge, die braucht ein Stream. Und es gibt so ein paar Dinge, die will man einfach haben im Stream. Und das ist so ein Ding. Ja, ich höre die ersten Leute schon schreien, hey, du kannst dir auch ein Keyboard mit Makrotasten holen. Mäh, mäh, mäh. Das Ding ist, ist der Shit, Leute. Und das Ding werden wir jetzt mal auspacken. Let's go! Das Elgato Stream Deck ist ein Panel mit 15 kleinen Makrotasten, die ihr euch mit Hotkeys oder nützlichen Funktionen belegen könnt. Wenn ihr das Stream Deck das erste Mal an den PC anschließt, passiert noch nicht so viel. Die passende Software wird zwar nicht mitgeliefert, aber ihr könnt sie ganz einfach unter elgato.com/gaming/download herunterladen. Nach der Installation seid ihr auch schon bereit, euer Stream Deck nach euren Wünschen einzustellen. Die Benutzung der Software ist dabei sehr intuitiv. Ihr klickt einfach den Button an, den ihr programmieren wollt und zieht per Drag and Drop einfach die gewünschte Funktion drauf. Dann legt ihr das Symbol und einen Namen fest und fertig. Das war eigentlich auch schon alles. Nun könnt ihr eure Zuschauerzahlen sehen, Szenen wechseln, Events und Memes triggern, Werbung schalten, Twitter-Nachrichten posten, Chat-Nachrichten abschicken, Streamtitel ändern oder. Wie in meinem Fall könnt ihr sogar festgelegte Hotkeys für Spiele festlegen. So habe ich mir wichtige Spielfunktionen aus PlayerUnknown's Battleground einfach in einen extra Ordner gelegt. Was ihr aber letztendlich damit anfangt, bleibt euch überlassen. Das Stream Deck unterstützt euch auf jeden Fall bei allem, was ihr vorhabt. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Am Ende bleibt eigentlich nur noch die einzige Frage. Lohnt es sich, für 150 Euro ein Stream Deck zu kaufen? Und hier lautet die Antwort ganz klar ja. Es lässt sich zwar darüber streiten, ob der Preis angemessen ist, aber wenn ihr viel streamt, kann euch dieses kleine Ding echt das Leben vereinfachen. Und das zahlt sich am Ende dann eh wieder aus.